Ich frage jetzt an die Regie, wie ist es denn mit unserem ersten Interviewpartner? Ich würde sagen, wir fangen mit dem nächsten Clip an, mit dem nächsten Film. Und zwar, Angela Merkel hatte in diesem Wahlkampf wenig zu lachen, denn ihre Umfragewerten purzelten natürlich. Und bei öffentlichen Auftritten fanden sich nicht nur Anhänger ein. An den Anblick von Kritikern musste sich die Kanzlerin schon länger gewöhnen, denn die standen fast ein Jahr lang direkt vor ihrem Fenster. Martin Müller-Mertens hat sie besucht. Fast ein Jahr lang hieß es Mittwoch für Mittwoch, Merkel muss weg. Und das mitten vor dem Berliner Kanzleramt. Mehrere Dutzend Berliner und Brandenburger sind auch in dieser Woche vor den Amtssitz der Kanzlerin gezogen. Dass die gescholtene Regierungschefin trotzdem nach wie vor hinter diesen Mauern residiert, entmutigt die Aktivisten nicht. Na, das hat schon eine symbolische Wirkung, denn wir brauchen eben einen langen Atem. Ja, ich denke, es ist einfach mal wichtig, den Bürger darauf aufmerksam zu machen, ihm eine Stimme zu geben und einfach mal klar zu machen, das, was in der Bevölkerung vor sich geht. Und was halt derzeit passiert ist, dass man halt versucht, schöne Bilder zu inszenieren. Man macht den Menschen alle möglichen, gerade unsere Mainstream-Medien, die machen hier Bilder, die einfach nur Teilgruppen einfangen, aber nicht die gesamte Bevölkerung. Die wöchentliche Demonstration um den Brandenburger Landtagsabgeordneten Franz Wiese ist einer der langlebigsten regimekritischen Proteste. Doch insbesondere im nun zu Ende gegangenen Wahlkampf häuften sich die Unmutsbekundungen gegen Merkel. Kaum einen öffentlichen Auftritt konnte die Kanzlerin absolvieren, ohne von Bürgern ausgepfiffen zu werden. So wie hier im sächsischen Torgau, als Mitglieder der örtlichen Bürgerbewegung Spektrum Aufrechter Demokraten gegen eine CDU-Kundgebung auf die Straße gingen. In Heidelberg und im vorpommerschen Wolgast wurde die Politikerin auch mit Tomaten beworfen. Im mecklenburgischen Wismar, hier Amateuraufnahmen, verlegte die CDU den Auftritt ihrer Chefin kurzerhand vom Marktplatz in eine Halle. Ein Teil der Proteste dürfte organisiert gewesen sein, so fielen bei den Pfeifkonzerten durchaus immer wieder AfD-Fahnen auf. Doch mit der Zeit hat der Protest ein Eigenleben bekommen, meinen die Berliner Aktivisten. Ich hatte auch so das Gefühl, dass in der zweiten Hälfte, also in den letzten 4 Wochen, auch die Demonstranten aus den spontanen, aus der spontanen Gegenbewegung sich was getan haben. Und das war jetzt auch spürbar, dass eine kleine Trendwende in der Bevölkerung zu sehen ist. Illusionen machen sich die Demonstranten nicht. Dass Merkel auch in der neuen Wahlperiode im Kanzleramt bleibt, davon gehen praktisch alle aus. Ihre Hoffnung richtet sich vor allem auf die künftige Opposition. Ich denke, dass es mal ganz wichtig ist, dass die AfD einfach mal eine gute Opposition macht und einfach mal den Altparteien macht, bis hierhin und nicht weiter. Und gerade auch im Zuge der Transparenz ist es wichtig, dass der Bürger einfach mal mitkriegt, was hier eigentlich abläuft. Aber ich denke, es reicht nicht aus, nur alle 4 Jahre sein Kreuz machen zu machen, sondern man muss auch regelmäßig auf der Straße Aktionen machen, kreative Aktionen. Ich denke, die auch nicht nur auf der Straße, ich denke, die Aktion von Ziesta im Mittelmeer war eine hervorragende Aktion. Mit der Wahl ist auch die wöchentliche Berliner Demonstration zunächst einmal Geschichte. Wenn es nötig ist, wollen die Aktivisten jedoch wieder vor das Kanzleramt ziehen. Ihre Forderung dürfte auch dann noch dieselbe sein. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ich bin ein überzeugter Anhänger des Rechtsstaates, aber die großen Lumpen muss man schwerer aufs Hirn hauen, als man die kleinen Leute verfolgt. Das ist wirklich Pack und Mob und was man da machen muss, ist, man muss sie einsperren. So, das hat Spaß gemacht. Das hat man gemacht. Rechtsextremisten, Antisemiten, Islamophobe, Antiziganisten. Wer Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht dann eben auch verwirkt.